Assalamu alaikum, marhaban, und ich hoffe, ihr habt geübt. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid bereit, damit wir jetzt einen neuen Unterricht haben. Heute, oder was haben wir im letzten Unterricht bekommen? Wisst ihr das noch? Es Sukun. Und heute lernen wir noch ein Symbol, und zwar Eschedda. Eschedda ist diese Gabel da. Okay? Nennt sie, wie ihr sie nennen wollt. Ich nenne sie Gabel. Eschedde ist das Verdoppeln des Buchstaben. Haben wir ein Nun? Wird es zwei Nun? Okay, wie lesen wir es? Der erste ist Sakin, der zweite ist Mutaharrik. Der erste ist still und der andere ist bewegend. Okay? Wie zum Beispiel hier, Inna, Inna. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und somit können wir loslegen. Und achtet bitte auf die Harakat, denn wie ihr wisst, gibt es dann am Ende nochmal sowas wie eine kleine Prüfung. Inna lamma dalla rabba daqa awwala zawaja zawaja. Okay. Addaba sabbaha ballagha. Yukarrimu. Und bitte hier nicht vibrieren lassen, nicht Yukarrimu, Yukarrimu, sondern Yukarrimu. Zwei R. Yusallimu, Yuharrimu, Yuharrimu. Falls ihr das nicht könnt, also falls es vibriert, weil es zwei R gibt, macht es langsamer und dann nachher immer schneller. Also Yuharrimu, 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 Yuzakkiru, Yuzakkiru, Yuqaddimu, Yunassiru, Yufassiru, wa takhiru, Nukallifu, Yuaqibu, Ummuhu, Nazzalahu, Alayya, Baniya, yattakhidhu, yattakhidhu, azzabahu, wa'ada, baddala, annahu, rabbahu, yatatahharu, yatadhakkaru, dhurriyatahu. Das wird vielleicht ein bisschen schwer. Zurriyatahu. Nochmal. Zurriyatahu. Zurriyatahu. Ta'uzzuhum. Yatafattaru. Okay. Jetzt gehen wir zum nächsten. Jetzt sind wieder die Harakate weg. Okay. Und lasst uns mal loslegen. Das erste war Inna. Inna. Und wie schon beim anderen Video, je nachdem, wo diese eine Elif-Symbol ist, wissen wir, wie es ungefähr gelesen wird. Lemma, Lemma. Das müsste eigentlich einfach sein, weil Limma und Lumma schwer auszusprechen sind. Della, Robba. Natürlich, hier kann es auch Rubbe werden, aber hier ist es Rabbe. Je nachdem, wie es im Satz ist, eben. Daqqa, Awwala, Zawwaja, Addaba, Sabbaha, Ballagha, Yukarrimu, Yusallimu, Yuharrimu, Yuzakkiru. Und hier seht ihr auch, wie das sich da reimt. Yukarrimu, Yusallimu, Yuharrimu, Yuzakkiru. Immer dieses Reim eben. Yuqaddimu, Yunassiru, Yufassiru. Okay, hier haben wir was Neues. Watakhirru, Nukallifu, Yuaqibu, Ummuhu, Nazzalahu,
Alayya baniya yattakhidhu azzabahu wa'ada baddala annahu. Kann auch innahu sein. Okay, aber hier heißt es annahu. Wir hatten annahu. Rabbahu yatatahharu yatadhakkaru dhurriyyatahu ta'uzzuhum yatafattaru. Und somit sind wir jetzt hiermit auch fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was Neues gelernt. Wenn wir jetzt mal gucken würden, wie ihr am Anfang wart und wie wir jetzt sind, hoffe ich, dass ihr einen großen Unterschied habt. Schreibt es mir bitte in den Kommentaren, damit ich ein bisschen glücklicher werde. Und auch sicher bin, dass ich euch was beigebracht habe. Ich hoffe, ich sehe euch in den nächsten Unterrichten. Passt auf euch auf. Assalamu alaikum. مع السلامة. سرنا 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 بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا 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 بعون الله منهاجنا.